Wir haben zu Beginn einen Namen gesucht für unser Kühnfit. Da gab es eine Ausschreibung über die Bevölkerung hier und die Frau Gudrun Schilling hat es dann gewonnen. Den Kühnfit-Namen hat sie erfunden und dafür darf sie ein Jahr lang bei uns kostenlos im Kühnfit trainieren. Das ist ja der Plan eines Geschosses. Des Untergeschosses, ja, des Erdgeschosses. Genau, und da sieht man ja die größten Bereiche, wenn Sie die kurz vielleicht erklären. Die 100 Quadratmeter für den Fußball, autark von uns. Dann kommt der Gymnastikraum mit 140 Quadratmeter. Hinterbereich die Technik, der Geräteraum für den Gymnastikraum, Behindertentoilette. Wir haben einen Aufzug drin, also ist alles behindertengerecht eingebaut. Und dann zwei Bereiche, Damen und Herren, Umkleide, sind 70 Spinde pro Geschlecht, plus die Duschen dazu. Und dann dort hinten noch eine große Sauna, plus Ruheraum, plus es gibt hier noch einen Saunagarten, damit man sich hier nach dem Training seine Muskulatur noch entspannen kann. Und manche dieser Räume, die schauen wir uns jetzt mal näher an. Die schauen wir jetzt an, ja. Geschwätz. Also wir sind hier im Kursraum, dem größten Kursraum im Kühnfit mit 140 Quadratmeter Trainingsfläche. Hier können sich die Gruppe entsprechend betätigen mit Slinghalterungen an der Decke, damit man sich dort entsprechend mit neuen Übungen seinen Körper stählen kann. Und natürlich auch für Veranstaltungen, dass man hier die Hauptversammlung oder die Seniorenweihnachtsfeier oder sonstige Festivitäten hier durchführen können. Wir bringen hier dann an die Tische 70 Leute und haben auch das Equipment dafür. Jetzt haben Sie gerade von Slinghalterungen gesprochen. Das ist ja nicht jedem unserer Leser ein Begriff. Können Sie das denn ein bisschen näher erläutern? Slinghalterungen sind Befestigungen an der Decke. Da gehen dann Seile runter und man hängt sich an diesen Seilen die Füße auf, damit man frei schweben kann. Oder man zieht mit den Armen dann sich nach unten und kräftigt seine Arme damit. Das können also bis zu 16 Leute in der Gruppe dann gemeinsam machen mit ihrem Trainer. Und daneben bieten Sie auch Pilateskurse an, Yoga und so weiter. Alles, was das Herz begehrt, Bauch, Beine, Po. Das hier ist die Umkleide für die Herren. Wie viel können sich denn hier umziehen? Hier können sich gleichzeitig 70 Personen umziehen, 70 Spinde haben wir. Jeder dieser 70 hat seinen Chip am Handgelenk und kann damit den Spind auf- und zumachen, berührungslos sozusagen. Und bevor er dann heimgeht, kann er noch in die Duschen gehen, kann sich säubern oder er macht noch eine Runde Sauna, die wir dann im Anschluss dann noch zeigen können. Na ja, jetzt gehen wir hoch in den Trainingsbereich, wo die Geräte stehen zum Schwitzen und zum Muskulaturkräftigen. Sie haben hier ja einen erstklassigen Ausblick, Herr Bergmann. Ja, das ist eigentlich unser Hauptverkaufsargument, dass man während dem Sport immer ins Grüne, auf den Sportplatz schaut und hofft, dass auch am Sportplatz sich Menschen und Kinder bewegen und selber bewegt man sich auch. Man ist ganz anders motiviert, wenn man hier ins Grüne reinschaut. Und hier sind wir im ersten Stock. Was gibt es denn dann hier für Geräte? Es gibt hier Laufbänder, es gibt Fahrräder, es gibt einen Trainingszirkel, es gibt Gewichte im hinteren Bereich, es gibt einen Dehnungsbereich. Es sind über 30 Geräte, die man hier entsprechend bewegen kann. Und der Trainer macht vorher eine Anamnese und sagt, welches Problem habe ich und welche Geräte und welche Übungen sind für mich dann gut. Und hier dürfen ja nicht nur sportliche Menschen trainieren, die im TSV Künzelsau sind, sondern auch noch andere. Es müssen Mitglieder von einem Sportverein sein, mit denen wir Kooperationsverträge haben. Wir haben jetzt in Garnberg den Verein, Morsbach haben wir, Kocherstetten, Geisbach, Ingelfingen, zweimal Nagelsberg, den TSV Niedernhall und sogar jetzt die TG Feuchtenberg ist bei uns, können die Mitglieder von dort bei uns auch trainieren. In welchen Räumen befinden wir uns denn gerade, Herr Welk? Ja, wir sind gerade in der Geschäftsstelle vom TSV Künzelsau, die wir hier in das Kühnfit mit integrieren. Genau, wir haben hier einen ordentlichen Verwaltungsaufwand durch die 1300 Mitglieder allein vom TSV Künzelsau plus die Mitglieder, die dann in Zukunft hier noch im Kühnfit zum Training dazukommen. Und dementsprechend brauchen wir auch hier passende Räumlichkeiten, um den Verwaltungsaufwand hier unterzubringen.
Und Sie suchen auch aktuell noch Mitarbeiter? Genau, wir sind aktuell auf der Suche nach verschiedenen Kursleitern. Wir haben ja zwei große Kursräume mit 135 und 140 Quadratmetern circa, wo wir natürlich von morgens bis abends im Idealfall Leben reinbringen wollen, und dementsprechend suchen wir quer durch alle Sportarten Kursleiter. Zusätzlich noch haben wir eine Stelle für ein duales Studium ausgeschrieben. Das wird im Bereich Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining sein, in Kooperation mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit. Und da freuen wir uns aktuell natürlich über Bewerbungen für Interesse. Wer hier Interesse hat, kann sich gern bei uns melden und genau das Projekt quasi über einen dualen Studiengang mit unterstützen. Nun sehen wir hier ja das ganze Projekt in seiner Großform. Es hat ja jetzt so ungefähr ein Jahr gedauert, bis der ganze Bau hochgezogen wurde. Es ging ja relativ schnell. Sind Sie denn zufrieden? Ja, also wir sind sehr zufrieden, wie der Bau läuft. Das ist in Ordnung. Wir haben natürlich auch gut vorgeplant. Wir planen ja schon bereits seit 2016 an diesem Projekt. Und so konnten wir jetzt auch die Bauphase zügig durchziehen und sind jetzt auch dann schon in der Vorbereitung der Inbetriebnahme. Genau. Da sind Sie ja schneller als so manche andere Projekte hier in der Stadt, ne? Mag sein, ja. Was sagen denn eigentlich umliegende Fitnesscenter dazu, dass sie hier so groß bauen und auch wirklich in diesen Fitnessbereich aktiv rein möchten? In Kupferzell gibt es ja Fitnesscenter, in Ingelfingen. Also wir sind ja auch kein kommerzielles Fitnessstudio in der Hinsicht, sondern wir sind ja ein Sportvereinszentrum. Das heißt, wir werden ja von einem Verein, also vom TSV Künzelsau, geleitet. Aber wir haben auch ganz viele Kooperationen mit den umliegenden Sportvereinen, die natürlich auch unter dem Kooperationsvertrag mit uns dort eher dieses Gebäude nutzen können. Und daher haben wir jetzt die Marktkonkurrenz nicht direkt mit den Fitnessstudios, aber wir sind auch mit den jeweiligen Betreibern dieser Fitnessstudios in Kontakt, sodass wir uns da auch austauschen können. Wir haben jetzt einen Grundbeitrag pro Monat für 49,50 und haben dann einen erweiterten Beitrag für 10 Euro die Sauna, 10 Euro zusätzlich für die Kurse, die der TSV in den Kursräumen anbietet. Somit ergibt sich der Gesamtbetrag für das monatliche Studio als Studiobeitrag. Und man hat natürlich dann seinen Jahresbeitrag als TSV-Mitglied oder den Jahresbeitrag bei seinem Kooperationsverein, wobei dort der Ausgleich noch zusätzlich geleistet werden muss für die Mitglieder von den Kooperationsvereinen. Zwei Stockwerke, ein Sportvereinszentrum. Herr Bergmann, wie viele Mitglieder müssen Sie haben, damit Sie kostendeckend arbeiten können irgendwann? Wir haben in unserer Untersuchung, die wir vorher gemacht haben, das Ganze definiert. Und da war die Schwelle, dass wir dann was verdienen bei 800 Mitgliedern, zahlende Mitglieder, die ihren monatlichen Beitrag bezahlen. Und dann haben wir Gewinn, den wir dann wieder in den normalen Sportbetrieb einspeisen können. Ente. Ende. Ende.